Ob Nürnberg, Lübeck oder Prag. Hartmannsschädel hält Ende des 15. Jahrhunderts zahlreiche bedeutende Städte seiner Zeit grafisch fest. In seiner berühmten Nürnberger Chronik. Wirft man heutzutage einen Blick auf dieselbigen Städte, so haben viele ihren ursprünglichen, mittelalterlichen Charakter bis heute behalten. Aber wie und wo entsteht im Mittelalter eine Stadt? Begeben wir uns auf eine Spurensuche. Beginnen wir mit der Frage, wieso auf deutschem Boden ab dem 11. Jahrhundert überhaupt immer mehr Städte gegründet werden und Siedlungen wachsen. Das liegt insbesondere an einem einsetzenden Bevölkerungswachstum. Aufgrund einer verbesserten Landwirtschaft können Bauern in der damaligen Zeit mehr ernten und damit nicht nur sich, sondern auch andere ernähren. Dieser Überschuss an Nahrungsmitteln erlaubt es, dass nicht mehr jeder Einzelne sein Feld bestellen oder für seine Nahrung anderweitig sorgen muss. Stattdessen kann man sich nun auf ein Handwerk oder das Handelsgeschäft spezialisieren. Und das funktioniert nun mal am besten dort, wo sich bereits einige potenzielle Kunden und Geschäftspartner angesiedelt haben, aber auch an Orten, die eine unmittelbare Nähe zu Handelsrouten aufweisen. Nicht jede kleine Siedlung hat allerdings das Recht, einen Markt abhalten zu dürfen. Dafür braucht es die Genehmigung des Landes oder Grundherren. So konzentriert sich die Ansammlung der Menschen auf ganz spezielle Typen von Orten und die dort gegründeten oder bereits existierenden Städte wachsen schnell an. Natürlich darf man dabei nicht die damaligen Bevölkerungsverhältnisse vergessen. Eine Stadt mit mehr als 10.000 Einwohnern ist für mittelalterliche Verhältnisse mit einer heutigen Großstadt zu vergleichen. Wo entstehen nun aber mittelalterliche Städte? Innerhalb der Grenzen des antiken Römischen Reiches werden viele Römerlager und Römersiedlungen mit ihren schützenden Mauern zu blühenden Städten. Die wegfallende Instanz der römischen Verwaltung wird hier durch den jeweiligen Bischof ersetzt. Ökonomisch vorteilhaft ist die Niederlassung an Handelswegen, also an Flüssen wie Rhein und Donau, sowie an bedeutenden Handelsstraßen. Hier entstehen im Laufe der Zeit wirtschaftliche Handelszentren. Der Fernhandel begünstigt die dauerhafte Ansiedlung von Kaufleuten und Handwerkern an Nord- und Ostsee. Dort hat der Seehandel bereits seit den Karolingern stark zugenommen. Ein weiterer Ort, an dem Siedlungen entstehen, sind Städten im Schatten der Grundherrschaft. Rund um Burgen, Pfalzen, Klöster, Bischofskirchen und weiteren Herrschaftssitzen siedeln sich Menschen an und genießen dadurch besonders den Schutz durch ihre Grundherren. Wie darf man sich eine solche Stadtgründung konkret vorstellen? Das wird im nachfolgenden Beispiel ganz gut deutlich. Als Herzog Konrad von Zähringen 1120 die Stadt Freiburg gründet, hält er Folgendes urkundlich fest. Nachdem ich Kaufleute der Umgebung zusammengerufen habe, habe ich beschlossen, diesen Markt zu gründen und zu errichten. Jedem Kaufmann habe ich ein Grundstück zum Bau eines eigenen Hauses gegeben und bestimmt, dass von jedem dieser Hausgrundstücke jährlich am Martinstag mir und meinen Nachfolgern ein Schilling Zins gezahlt werden soll. Wirtschaftlich profitieren nicht nur die Kaufleute untereinander von der Gründung der Stadt. Auch Konrad selbst hat, wie man sieht, seinen Nutzen davon. Wohnst du selbst in einer Stadt, die im Mittelalter bereits existiert hat? Dann lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht kannst du uns ja auch beschreiben, wie deine Stadt entstanden ist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es und abonniere unseren Kanal für mehr spannende Geschichten über Geschichte. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.